Hallo und herzlich willkommen bei Bones TV. Moin! Wir sind total aufgeregt. Es geht um Seven vs. Wild, die zweite Staffel. Endlich ist es soweit. Endlich ist es soweit, ne? Ich bin Steffi. Ich bin Andi. Ich bin Fotografin und Videografin, hauptsächlich auf Events, Hochzeiten und so weiter. Deswegen möchte ich auch unbedingt reagieren. Hört sich jetzt erst im ersten Moment total, ja, abwegig an. Aber ich finde natürlich auch die Cuttings und so auch aus der ersten Staffel, die fand ich so toll, dass ich gesagt habe, letztes Jahr wollten wir auch unbedingt reagieren, aber wir haben es zeitlich einfach überhaupt nicht geschafft. Es waren so viele Hochzeiten und so viel los, das hätten wir gar nicht geschafft. Und ja, Andi ist ja mein Cutter. Also muss ich sagen, ich wollte auf jeden Fall, dass Andi mit mir mitreagiert, weil Andi ist derjenige von uns beiden, der andauernd im Wald ist, der halt sich auch mit dem Thema Survival sehr, sehr gut auseinandersetzt, auch viel schon gemacht hat. Ja. Deswegen war es mir super mega wichtig, dass er mitreagiert. Das Ganze ist jetzt halt nicht so, dass wir hier die Survival-Experten sind und unbedingt euch sagen wollen, hey, wir kennen uns hier richtig super gut aus, manche Sachen auf jeden Fall. Aber halt, ne, wir sind jetzt hier nicht die Experten, aber wir wollen euch auf jeden Fall dieses Jahr mitnehmen. Ja, unsere Reaction, weil letztes Jahr, wir haben halt reagiert und haben uns gedacht, schade, dass wir euch das nicht gezeigt haben, weil wir sind richtig am Mitfiebern gewesen und am Mitdiskutieren und machen und tun. Und deshalb, dieses Jahr seid ihr einfach mit dabei. Ich würde sagen, ohne große Umwege ab ins Video. Auf jeden Fall, ich freue mich mega. Also alleine schon, was man jetzt so, ne, alles schon mitgekriegt hat, so im Background, mega cool. Und deswegen 3, 3,2, 1, 1. go! Bevor das Projekt jetzt endlich losgeht, noch eine wichtige Info. Es hat alles sehr, sehr viel Geld gekostet. Das muss natürlich finanziert werden durch passende Sponsoren. Von daher gibt es pro Folge jetzt einen 30 Sekunden Werbeslot. Der macht das Ganze erst möglich. Ihr supportet das damit, guckt es euch also an und spart an der einen oder anderen Stelle Auf noch ein bisschen Rhino was. Shield. Wie sollte es anders sein? In Folge 1 ist natürlich Rhino Shield als Brand mit am Start. Die haben damals schon in Schweden die erste Staffel überhaupt erst möglich gemacht, haben mich auf vielen Touren unterstützt Boing. und wir haben diverse Outdoor-Tests, ja, extrem Outdoor-Tests mit dem Handy gemacht. Hier ein kleiner Einblick. Und rauf auf den Stein. Es wird nur dreckig, aber kaputt geht's nicht. Man nehme eine rostige Machete, eine Rhino Shield Hülle und ein Handy. Man kann das Ganze super malträtieren. Es klingt sehr unangenehm, aber das Handy bleibt heile. Ganz ehrlich, wir hatten wirklich ein bisschen Angst, dass es nicht überlebt hat. Deswegen Hülle ab. Aber das Handy ist wie neu. Es ist nichts dran. Es hat mal wieder funktioniert. Wenn ihr euer Handy also optimal schützen wollt, gönnt euch eine Hülle von Rhino Shield mit dem Rabattcode 7WILD, spart ihr 17%. Und den Link dazu findet ihr im angepinnten Kommentar und der Videobeschreibung. Ja, muss man aber ganz stoppen. Ich glaube, ich weiß, was du erzählen wolltest. Ja, ich will auch einer endlich haben, aber. Ich hoffe, diesmal fürs Mal gibt es eins für mein Handy, für mein Handy. Mein Handy? Für mein Handy. Also ich muss dazu sagen, wir haben zwei Freunde, die haben sich vor, ich glaube, einem halben Jahr oder so hatten die sich eine Rhino-Shield-Hülle geholt. Und die haben dann ja in einem Gebäude, ich glaube mit 10 oder 11 Stockwerken, da kannten sie den Hausmeister und konnten aufs Dach und haben das dann wirklich runtergeschmissen und das Handy hat es überlebt. Es hat es überlebt. Ich Ja? muss aber dazu sagen, es war auch die Protect-Folie von Rhino Shield Das dabei. war so heftig. Also, Das war schon schön. ich würde mein Handy nicht aus dem 10. Stock werfen. Nee, also es war ja auch ein Testhandy, ne? Also es war so, glaube ich, sogar ein Dummy oder so. Also so, naja, Dummy. Es war schon ein funktionelles Handy. Aber, also, ne, auch an dieser Stelle, also dieses Video ist nicht gesponsert von irgendwem, aber Rhino Shield Hüllen können wir empfehlen. Ja, Rhino Shield ist Nur, geil. falls ihr wirklich an eurem Handy hängt, macht das nicht nach. Nehmt ein Testhandy. Simsalabim. Da bin ich wieder. Hallo. Ne, war das?
Staffel 1 war kalt, nass und hart. In der Wildnis von Schweden durften wir Angst, Verzweiflung und Glück gemeinsam mit 7 Kandidaten erleben. Am Ende schafften es 3 von ihnen, die 7 Tage durchzustehen. Bei dieser Staffel ändern sich ein paar Kleinigkeiten. Ein paar. Wie in Staffel 1 werden 7 Kandidaten für volle 7 Tage alleine ausgesetzt. Allerdings hat im Vorfeld eine Selbsteinschätzung darüber entschieden, wie... Ja, ich muss auf jeden Fall Pause machen, weil ich meine, Tierlist, ne, ist ja alleine schon neu. Das heißt, man hat darüber schon sehr viel diskutiert. Wir müssen das, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so arg thematisieren. Wir können aber gerne sagen, was wir so persönlich davon halten. Vielleicht möchtest du anfangen, was du von der Tierlist hältst, und dann sag ich. Auf der einen Seite finde ich es gut. Es bringt Spannung in die Serie. Auf der anderen Seite, ich sag mal, Tropen ist jetzt nicht gerade ein Pappenstiel. Und jetzt, wenn man so mit Otto, Fritz, nur mit einem Gegenstand. Also klar, ne? Also wir müssen jetzt, glaube ich, nicht mehr darüber streiten, hatte ich ja von vornherein gesagt, aber also ich stimme dir auf der einen Seite so ein bisschen zu, aber auf der anderen Seite, jemand, der jetzt zum Beispiel halt auch so Robert Mark Lehmann verfolgt oder halt auch so sich so ein paar Vorsachen angeguckt hat, ist viel ganz oft das Wort, oh mein Gott, ich war so, hier, ich glaube von Nova war das, glaube ich, sogar auf Instagram oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau, oder in einem Video, da meinte sie, da liegt so viel Müll rum und sie war so schockiert davon. Und ich glaube, wir werden in der kompletten Staffel ganz, ganz viel Müll sehen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, was man sieht, natürlich. Ich habe es ja nicht vorher gesehen, aber ich kann mir das vorstellen. Und ganz ehrlich, es wäre aber auch komisch zu sehen, dass alle 7 Gegenstände dabei haben, weil dann würde wahrscheinlich die 2. Folge sein, hier, ich nehme meinen Dryback und packe da alle meine Sachen rein für einen Otto und einen Fritz, weil es ist mir zu langweilig. Ja. Also könnt mir das bei Fritz halt sehr, sehr gut vorstellen, weil Fritz macht ja jetzt halt auch, war jetzt vorher schon im Dschungel unterwegs und so. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das dann halt, wie gesagt, sehr, sehr, ne, langweilig, nicht unbedingt, aber keine Herausforderung. Er hat ja auch ganz häufig gesagt, er braucht diese Herausforderung, weil er halt eben schon Erfahrung hat. Und er will sich auch weiterentwickeln. Genau. Ja. Also man macht sowas ja nicht ohne Grund. Also wenn du jetzt in den Wald gehst, dann möchtest du ja auch ein bisschen dich ausprobieren. Und ich glaube, das ist bei Fritz halt natürlich auch so. Und auch bei einem Marin ist das so. Wenn ihr dann so in den Wald geht als Survivalisten, dann wollt ihr natürlich Bushcrafter, dann wollt ihr natürlich halt auch was testen. Ne? Ja, natürlich. Man wächst an seinen Grenzen. Ich sag mal, ich kaufe mir auch nicht neueste Kameratechnik und dann weiß ich auf einmal nicht, dann weiß ich schon alles. Also ich möchte mich ja auch gerne mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen was Neues an Herausforderungen haben, wenn ich mich einer neuen Sache widme. Häkeln. Häkeln ist auch ein gutes Beispiel. Ja, wenn du anfängst zu häkeln, möchtest du auch nicht gleich den Topflappen in der Hand haben. Wahrscheinlich schon, aber... Doch. Man tut ja etwas, um es am Ende zu haben. Ja, was ich aber gerade sehr schön finde ist, und ich will eigentlich nur weitermachen, weil ich so nervös schon bin hier, ich zitter schon so ein bisschen, merkt ihr das hier? Ja, aber ich finde das cool, dass man hier jetzt wieder so ein bisschen, also ich muss wieder den Mauszeiger benutzen hier, dass man hier jetzt auch so ein bisschen die Spots sieht, die gucken wir uns bestimmt gleich auch mal an. Ja, jetzt gerade nur einen, aber ich glaube, wir können uns gleich mal die Spots in der Übersicht angucken, oder? Was haltet ihr davon? Wie viele Gegenstände jeder Teilnehmer mitnehmen darf. Na. Die Gegenstände wurden im Vorfeld zusammen mit Erste-Hilfe-Sets und Kommunikationstechnik in einem Drybag an dem jeweiligen Ort der Aussetzung platziert. Ah, oh, was haben wir? Oh. Also, wir wissen jetzt nicht, wer von euch Behind the Scenes gesehen hat, aber da war so ein Cliffhanger am Ende und da haben wir uns, also wir haben uns das natürlich auch angeguckt, aber wir können darauf nicht reacten, weil wir halt nicht so viel Zeit haben. Aber wir wollen es auf jeden Fall jede Hauptfolge angucken. So, und jetzt ist es ja so, wenn der Dryback auf Ort und Stelle ist, ich glaube, wir hatten recht, als wir gesagt, wir haben gestern, oder vorgestern oder so, haben wir gesagt, wo dieser Cliffhanger halt kam. Ne? Und dann haben wir gesagt so, Gott, bestimmt mit einem Helikopter oder Wasserflugzeug und so. Wahrscheinlich Wasserflugzeug und dann so 2 Kilometer vor der Küste. Ja. Viel Spaß. Oder der mies.
mit einem Paddelboot. Otto, Fritz und Sabrina waren ja beim Ocean Warrior, die haben ja also Erfahrung. Ja, aber da, also das ist ein Hinweis. Also das ist, ne. Oh Gott, ich bin so nervös. Komm, gib mir mal deine Hand hier. Ich hab schon. Oh, das ist kalte Hände. Ja. Mittels GPS-Sender müssen die Teilnehmer täglich durch einen Code Green bestätigen, dass sie am Leben sind. Ein Code Yellow bedeutet einen Abbruch, ein Code Red einen Notfall. Ludwig, muss es fahren, es kann aus, ich sterbe. Das Öffnen des Medikits führt zu Punktabzug. Außerdem gibt es jeden Tag eine Challenge, die bewältigt werden kann. Kann. Ne? War ja also schon, war ja auch schon in Staffel 1 so. Ja. Martin hat ja auch gesagt, nö, mach ich nicht. Aber ist ja auch schon wieder, also ne, da muss ich jetzt auch wieder ein bisschen eingrätschen, also dieses Layout, ne, diese Grafiken, auch was man schon gesehen hat von Fotos her, wie sie das gemacht haben, wieder mal mega episch, also ja, hier, da ist es wieder episch, man sieht es nicht richtig, doch, so, naja. Man sieht es nicht, episch, so, ja. Haben wir geklärt. Ja, ich kann auch viel von Max und Johannes lernen. Also ich muss auch sagen, also alleine die Ideen, die ganzen Umsetzungen und so, also mega. Also ich kann da nur höchstes Lob aussprechen. Also vor allem in der kleinen Crew, die sie sind. Ja, stimmt. Also es ist jetzt ja nicht so das riesen Grafikteam, was dahinter steckt. Und beim Grafik, Design, Sound, das müssen sie alle selber machen. Ja. Also ich würde gerne mal 2 Wochen bei den Jungs, ne, arbeiten oder so und einfach nur mal ein bisschen was von ihnen lernen. Also da wäre ich echt dabei. Also ich glaube nicht. Ich glaube, da reichen 2 Wochen nicht. Ich glaube auch. Da muss man ein halbes Jahr oder so. Ja. Halbjahrespraktikum. Langzeitpraktikum. Die höchste Gesamtpunktzahl aus allen Challenges bestimmt den Gewinner. Oh nein, Leute. Wem könnte diese Bushcraft Jungle Krone doch nur stehen? Fabio, hallo, ist nicht dabei. Also ich sag eiskalt Knossi. Das ist eine Knossi-Situation. Das ist eiskalt, ist das Knossi. Schreibt's in die Kommentare. Diese Krone steht Knossi. Otto. Knossi. Otto würde sie auch noch ganz gut stehen. Ja, the King of the Jungle und so, ne? Das ist der King of the Jungle. Der einzige King, den wir dabei haben, der auch so King in dem Sinne, ne, ist Knossi. Ja. Episch Queen. Jungle King. Passt doch. Tarzan. Panama City. Boah. Oh nein. No. Oh. Guck mal, wie Otto aussieht. Otto. Und die gucken alle schon so. Ich hasse euch. Guck mal, Sascha, seine Turnschuhe. Stimmt, der ist der Einzige nur mit Turnschuhen. Und da hat man schon ein Flugzeug gesehen und natürlich auch von den Toren. Also ich meine. Definitiv ein Hangar. Ich muss jetzt mal ein bisschen, es ist immer noch kein gesponsertes Video, aber Mira Luna. Also wie ein Hangar aussieht, wissen wir. Das Festival findet grundsätzlich auf einem Flugplatz statt. Von daher hat man gerade schon an den Toren gesehen, eindeutig Hangar. Also Flugzeug. Flugzeug. Mit Fallschirm? Ich hoffe immer noch so auf Helikopter, ne? Dann würde ich so 50 Shades of Grey Vibes kriegen. So. Was? Nein. Oha. Stefan! Was? Wow, okay. Absoluter Fan. Wir beide sind absolute Fans from this guy. Oder? Ja. Also komm, seit Jahren schon, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich weiß auch nicht, das interessiert mich auch nicht, glaube ich, aber mega. Aber das guck mal, selbe Fernseher, den wir haben hier als Monitor. Stimmt. Participants, welcome to Seven vs. Wild. Oh, das ist Ed Stafford! Das ist der!
60 Tage auf der Insel wurde den Hab ich nicht eben gesagt. Episch Queen, Jungle King Knossi. Ja, ihr merkt, ne? Wir rasten zeitgleich aus. Guck mal, wie süß doch Fritz lächeln kann. Fritz grinst hier wirklich sehr, sehr herrlich, ne? Also, ach schön, herrlich. Weißt du, wie er sich freut, ich mich freue. Es ist Stafford, es ist Ed Stafford. Also, sehr herrlich, ne? Ging gerade genauso ab wie ich. Also, Sascha aber auch. Ja, Sascha grinst sich da auch ein, ne? Sabrinas Augen glänzen auch, aber das ist jetzt schon. Otto ist so mehr oder weniger unbeeindruckt. Und Otto siehst du jetzt aber auch nicht viel. Er guckt konzentriert. Aber guck mal, wie Knossi abgeht. Das passt auch so zu mir. Ich bin genauso abgegangen. Das Ding von dir funktioniert. Das siehst du. Ja, siehst du. My name's Ed Stafford and I've traveled all over the world in tropical areas and had to handle many difficult situations. Over the next 7 days you will experience firsthand how tough that can be. Otto, Joris, Nova, Sabrina, Sascha, Nossi and Fritz. Some of you are experienced, others less so. In the end, however, it all comes down to just one thing, the will to persevere. I hope all of you will make it through the 7 days and I wish you an exciting and unique experience. Good luck. Oh, das ist geil. Herrlich, ne? So eine Grußbotschaft, sag ich jetzt mal, zu bekommen, ist natürlich sowieso mal auch nochmal eine extra Motivation. Also ich kenne das auch immer, wenn ich jetzt irgendwie auf große Events oder so gehe und dann, ihr dann mir irgendwelche Audios und was weiß ich, ihr dich schickt oder auch nochmal ein Video oder so, dann fühle ich mich auch nochmal extra motiviert. Also es ist schon schön, sich dann extra zu motivieren. Aber gehen wir mal auf die 7 Tage ein. Also Stafford hat schon recht. Also das sind halt so eine, so eine komische Situation, glaube ich, ne? Einfach so isoliert auch zu sein und so. 7 Tage können verdammt lang sein. Ja. Und ich sag mal, wenn du jetzt in den Wald gehst oder so, du hast ja immer noch irgendwie so eine kleine Kommunikation dabei, sag ich mal, dein Handy oder so. Auch manchmal machst du es natürlich auch aus, das weiß ich auch, aber alleine auch um Akku zu sparen und so, ne? Aber ich muss schon sagen, also. Und meistens habe ich so als Backup, wenn irgendwas zu Hause sein sollte, dass ich erreichbar bin. Aber ich sag mal so. Ne, dein Haupthandy machst du aus, aber das Notfallhandy ist immer an. Ist ja ein Handy. Gut, man muss dazu sagen, wir haben ja auch Familie, also. Das ist ein bisschen was anderes. Ja. Kann auch sein, dass ihr sie im Hintergrund mal hört. Dass sie mal reinschneidet. Das kann auch passieren. Ne? Aber wie gesagt, das sind dann so Dinge, sag ich mal, die muss man natürlich auch abchecken. Ist ja klar. Also es kann dir was passieren, es kann uns was passieren. Also man sollte immer irgendwie, ne? Hier bei Seven vs. Wild ist es ja mal wieder ganz anders. Also, ist es ein bisschen größer als bei mir im Wald? Ja. Ja, auch ein bisschen anderes Gefilde, weil so ein Dschungel hast du nicht mal um die Ecke, ne? Oh Gott, ich bin nervös, ne? Und wir haben erst 4 Minuten geguckt und trotzdem bin ich halt so immer noch so richtig gehypt, also. Mach weiter. Ah. Oh. Oh. Ich sag's eben noch. Ich sag es eben noch, ich würde mir wünschen, dass es ein Helikopter. Love me like you do. 15 Sekunden darfst du ja. Oh, Alter. Herrlich. Oh, cool, dass ich immer recht habe. Das war bei der ersten Staffel auch. Ich habe immer so Sachen vorgespoilert, die sind dann wirklich passiert. Also ich glaube, Knossi gewinnt. Boah, ist das eine Rieseninsel. Boah, geil. Tut mir leid, ich habe es vorher wirklich nicht gesehen, aber die Musik, das ist doch gerade wirklich so leicht für dich. Es klingt eher so ein bisschen nach Lucifer. Ja, auch. So der Soundtrack. Ja, aber trotzdem, das ist doch gerade so ein bisschen 50 Shades of Grey lastig, oder? Ja. Aber bitte diese Draufsichten und so auch, ne? Hat da der André mitgewirkt? Kann das sein? Wahrscheinlich. Also auch da, ne, war ich super begeistert von der Peru-Serie und so. An diesen Draufsichten und so, also diese Harmonie, ich habe das abends dann so im Bett angeguckt, ne, so zum Einschlafen. Ich bin aber nicht eingeschlafen, weil es einfach mega interessant war. Und deswegen, also.
gerade hier den Screenshot, den er gemacht hat, das erinnert mich gerade so ein bisschen an die ersten Szenen von Jurassic Park. Ja, oh, einfach mega einfach, boah. Wow. Abenteuer. Wurde ja auch Zeit. Kein Druck mehr. Auch ein schönes Bild. Also, es ist ja natürlich, wir werden jetzt gleich sehen, wie, aber müssen jetzt mit dem Fallschirm raus? Oder? Werden die fort? Nein, ich. Also, wir hatten in der ersten Staffel hatten wir es ins Wasser. Ich hoffe jetzt nicht, ne? Aber die Klamotten trocknen doch nicht. Das ist ja Salzwasser. Also, das ist schon hardcore, ne? Weil deine ganzen Klamotten vorab schon mit Salzwasser irgendwie dann. Also, wenn Salzwasserklamotten, also wenn jeder, der schon mal am Strand war oder Meer oder so, weiß das eigentlich, ne? Aber die werden immer so crunchig, wenn die wirklich trocknen. Also, dein Handtuch, das fühlt sich an wie so eine Salzlage, so, weiß ich nicht. So. Das kannst du als Brett benutzen, als Salzbrett. Das ist schon Humor, krass. Vielleicht sind aber sie ja so nett und sie dürfen aussteigen. Hast du Knossis Blick gesehen, bitte? Also, ja. Knossis Blick war jetzt ja gerade, ne? Also, ich hätte auch Angst. Also, wenn ich da jetzt rausspringen müsste, also ich träume davon, Bungee-Jumpen, Fallschirmspringen und so zu machen, ja. Das glaubt mir immer keiner, weil ich habe Höhenangst. Also, alle, die mich kennen, wissen, ich habe Höhenangst, aber ich möchte das echt gern mal machen. Das Problem ist, glaube ich, immer, dass du zu viel nachdenkst. Also, du darfst nicht nachdenken, sondern einfach machen. Ja. Und weiter geht's. Nein, ich. Und unbewaffnet. Stimmt, so ein bisschen Videogame-Vibes kommen auch auf. Ja, er meint zwar, ist Far Cry, nur ohne Respawn. Mhm. Also, wenn was schief geht. Respawn, stehst auch im Supermarkt und wartest, dass das Mehl zurückkommt. Ja, na klar. Boah, geil. Wir können alles schaffen. Wir können alles schaffen. Jetzt schaffen. Staffel 2. 2022. It's the beginning. Okay. Okay, Wasser, 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 Wasser. Oder? Ja. Ja. Oh. Oh Gott, der Arme. Jens Knossi Knossalla, König des Internets, Entertainer, Schreihals. Knossis lose. Kennt ihr diese, wie heißt Beagle, ne? Beagle sind diese Hunde mit den Schlappohren. Ja. Als du das so zurückgeworfen hast, sieht aus wie so ein Beagle, oder? Alter. Ja, auch mit, ne? Ist das jetzt einer seiner 7 Zigaretten? Nur für die Aufnahmen. Ja, die sind ja schon da, zum Glück. Obwohl, das wurde ja vor Ort gemacht. Mhm. Ich muss aber sagen, auch hier wieder absolut geil vom Video wieder. Ja. Ne? Also das Präsentieren der Leute gefällt mir jetzt schon ziemlich gut. Mal gucken, was da jetzt noch kommt, weil es ist ja mittendrin gestoppt. Was hat Knossi gerade für krasse Augen? Überleg mal hier. Guck mal, richtig stahlblau. Ja. So ein bisschen wie bei Fritz in der ersten Staffel, wo er gedacht hat, LEDs hinter die Augen geklebt. Ja, wo Martin auch meinte, was hat denn der für geile Augen? Ja. Aber du auch manchmal im Licht hast du auch so richtig stahlgraue Augen. So wie so von einem Wolf oder so. Ja. Dieses Mundwerk brachte ihm den Platz in dieser Staffel ein. Seinen Durchhaltewillen stellte er unzählige Male auf dem Weg an die Spitze des Internets unter Beweis. Doch Ruhm, Anerkennung und Applaus gibt es im Job nicht. Wird er 7 Tage mit sich selbst verbringen können? 109 Kilo. Wow, das ist cool gemacht, ne? Also das Layout ist natürlich gleich geblieben. Aber ich finde halt mega cool, so man sieht die Größe, man sieht das Gewicht, man sieht das Alter, Skill-Ranking finde ich super. Also mega geil gemacht, ne? Und schade, dass jetzt hier kein Körperfett, also Startkörperfett, aber ja. Ich denke mal, das wird dann wohl entweder jetzt noch kommen oder halt dann ganz am Ende der Staffel. Ich sage, wenn Knossi 7 Tage durchzieht, Minimum 15 Kilo runter. Also ich muss dazu sagen, also ich habe, boah, true story by the way, ich habe 120 Kilo gewogen
und habe dann drastisch meine Ernährung umgestellt und angefangen halt wirklich auf alles zu achten, auch Sport zu machen. Sport war dann irgendwann eher weniger. Ja, auf jeden Fall trotzdem viel draußen gewesen. Wir sind immer viel draußen, wir sind Naturmenschen, da sind wir Ja. raus und ne, aber da hast du ja schon gesehen, also was passiert, wenn du anfängst, nur noch Wasser zu trinken, anstatt jetzt irgendwelche zuckerhaltigen Getränke, wenn was passiert, wenn du auf Weizen verzichtest oder auf Zuckersachen und etc. pp. Wenn du da so ein bisschen drauf achtest, dann, ne, und im Dschungel hast du das ja alles eigentlich gar nicht. Nee, da hast du nur, wenn du Glück Wenn du hast, Glück hast mit Kokosnuss. Kokosnuss, vielleicht noch ein paar Fische. Ja, Pflanzen, die du essen kannst, gibt es auch. Aber es gibt halt auch welche, die du nicht essen solltest, weil ansonsten hast du Ich hoffe, sie haben alle gut aufgepasst. Probleme. Ja, ich hoffe auch. Aber ne, das finde ich trotzdem mega toll gemacht und interessiert mich besonders bei so Sascha Fitness. Fritz. Fritz sowieso, aber ich finde bei Sascha zum Beispiel, er macht vorher viel Sport. Setzt er das auch um im Dschungel? Macht er da auch Sport? Kannst du eigentlich nicht, weil, Klimmzüge naja, das schaffst du heißt, noch. du kannst Sport machen im Dschungel, das ist jetzt nicht das Ding. Aber Er kann nicht sein gewohntes Training durchziehen. das nicht, ich muss schon sagen, also Sport solltest du vielleicht auch nicht machen, weil du bist ja auch kaputt in so einer Du musst deine Ausnahmesituation. Kräfte sparen. Ja. Also, Schon. Fritz hat sehr früh gemerkt gehabt, durch seine Art, alles schnell zu erledigen, dass er doch sehr an seine Grenze kam. Ja. Ja, auf jeden Fall mega interessant. Und ja, ich freue mich so für auf die anderen auch von, also später auch dann halt, falls das mit dem Körperfett und so halt, wie gesagt, erwähnt wird, dann finde ich das mega Ja. spannend. Ich glaube, wenn Knossi das dann am Ende sieht, schickt mich noch mal eine Woche hin. Was auch interessant war, war früher, als du noch trainieren gegangen bist, bei dir das halt auch zu sehen, ne? Wie sich das Körperfett minimiert. Du warst ja dann halt auch immer beim Arzt-Check-up hier damals noch bei unserem damaligen Hausarzt. Ja. Und der hat das dann immer so richtig schön aneinander auch verglichen und so deine Fortschritte eingetragen. Und der hatte dann halt, also Andi hatte so eine Skala halt auch, da hast du gesehen halt, wie das sich Gut, bei viermal die entwickelt. Woche trainieren gehen. Ja. Ah, 4 Stunden. Nach der Arbeit. Das musst du unbedingt mal wieder machen. Das ist total spannend gewesen. Ich denke, unser neuer Hausarzt, der macht das bestimmt auch für dich. Das war sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Habe ich dazu noch mal Lust? Hat er. Das ist ein Upgrade. Ja, nicht wundern, wir sind ein bisschen erkältet. Ah, ganz schlimm zur Zeit. Ja, wir machen weiter. Ah. Ja, spannend auf jeden Fall. Na, also ich kann es gar nicht anders sagen. Also ich Also. glaube, wenn Knossi das am Ende dann sieht, wie viel er abgenommen hat, macht er da, hängt da noch mal 2 Wochen dran. Ja, ich glaube auch. Also, na, ich glaube auch, wie gesagt, als du damals trainieren warst, da hat man das ja auch immer schön gesehen, so Körperfettanteile Ja. und so, wie sich das minimiert, wie sich das aufbaut von den Muskeln her. Also unser Hausarzt hat ja damit so ein Ranking auch gemacht bei dir, ne? Naja, ich glaube, das haben wir ein halbes, dreiviertel Jahr mal das aufgenommen Ja. und dann gut arbeiten, 8 Stunden, 4 Stunden Training, viermal die Woche. Viermal die Woche, ja. Das war dann irgendwann zu viel, haben wir dann festgestellt. Aber wir haben das gerne gemacht. Bei mir hat es Tatsache damals keine Wirkung gezeigt, das Training. Aber das hatte was mit einer Krankheit von mir zu tun und deswegen war das dann ein bisschen blöd. Aber bei dir hat man immer schöne Fortschritte gesehen und das war sehr spannend. Vor allem der Vorteil war, ich konnte essen, was ich wollte. Ja. Ehrlich gesagt kann er das bis heute noch. Ja, aber ich muss nur eine Sahnetorte schräg angucken und schon habe ich 3 Kilo mehr. Gut, lass es weitermachen. Oh Nein. nein. Und ich saß. Ich glaube. So, wo ist eintauchen? Muss man wirklich sagen, in der Luft steht. Das Muster unten im Wasser ist natürlich auch mega episch, ne? Also ich Ja. finde das Wasser, das sieht richtig geil aus, wenn du hier so wie damals hier so Batik-Muster irgendwie gerade. Dieses Let's Go auch von Fritz wirkte so richtig Vikings, oder? So Ja. richtig in diesem Wikinger-Stil, so.
Aber ich würde mal gerne wissen, wie viel Überwindung das Knossi jetzt gekostet hat. Zu viel. Zu viel. Also, wie würdest du dich fühlen, ja? Aber sauberes Eintauchen. Sauberes Eintauchen. Glatte 10 von 10, da weiß Bescheid da. Ja. Aber wollen wir die Sprünge bewerten? Können wir machen. Okay, also Sprung. Boah, glatte 7. Na, ich bin großzügig. Ich gebe 8. Okay. Ja? Aber Landung sind wir uns einig. Landung ist 10 von 10. Ja. Landung ist 10 von 10. Ich sehe schon. Wenn Seven vs. Wild irgendwann nicht mehr ist, kurz meine Turm springen. Leichte Rückenlage. Ja. Oh. Oh Mist, ich würde am liebsten zurückmachen, so ein Stückchen, aber ich lasse das jetzt. Gut, obwohl eine Reaction sein, ich finde eine Reaction da. Aber da, genau da. Ja. Nein. Nein. Mach mal kurz. Da. Alter, was ist denn das, ne? Wenn hier die Wellen nicht so gegenschlagen würden. Alter, mega Spot hier, oder? Ja. Guck mal, was du hier alles so machen könntest. Kannst du hier schon fast so eine Steinhöhle bauen. Ja, aber wenn jetzt, was haben sie gesagt, Regenzeit ist? Ja, nee, wie gesagt, also bist du ja auch voll auf Freifläche. Und falls doch mal ein Sturm oder so kommt, bist du hier natürlich nicht sicher. Alleine schon wegen den Wellen nicht, ne? Nee. Aber irgendwie ist so diese Plattform hier so schon ziemlich geil. Guck mal kurz die Maus, du siehst ja bis wohin das Wasser eigentlich immer so hochknallt. Ja, aber trotzdem, irgendwie ist dieser Spot irgendwie cool. Ich weiß nicht. Oh, was schwimmt denn hier? Hier schwimmt auch irgendwas Cooles rum. Sieht aus wie so ein überdimensionaler Regenwurm. Okay, wir sind gespannt. Come on. Schon wieder. Weiß ich nicht, das ist kein gutes Zeichen. Hier eine Menge Palmen. Palmen, Süßwasser, geh rundherum, ich hoffe, du machst es. Süßwasser? Alles Gute. Sascha hat mehr gesehen als wir, aber er hat ja auch den direkteren Blick. Die Palmen habe ich gesehen. Ja, die habe ich auch gesehen. Palmen haben wir gesehen. Wir haben Treibgut. Treibgut schon gesehen, genau. Und was mir gerade aufgefallen ist, der Strand. Also, das ist ein richtig schöner, kleiner, Mini-Privat-Sandstrand. Ja. Urlaub machen, ja. Survival. Also, Dschungel, ne? Also, wir müssen das ja mal mit Schweden vergleichen, so ein bisschen. Und ganz ehrlich, so Schweden, das ist so schon wieder zu Hause ähnlich im Wald. Nicht von der Vegetation her, das meine ich jetzt nicht. Aber ich sage mal, Wald kennst du. Aber so Dschungel, ne? Alles will dich töten, alles. Nee. Also Hochachtung an jeden einzelnen Teilnehmer. Egal wie viel Erfahrung, Hochachtung. Also nee, ich... Nee. Dummel sehe ich mich nicht. Nee. What? Oh, pause. Oh nein. Oh, ich sehe es schon. Ich habe es am Anfang angesprochen. Bitte. Oh. Oh. Ja, hier auch. Ja, da, ne? Ja, da. Oh. Das kann's nicht. Warte mal, ist das. Das sieht aus wie diese Stelle, wo sie die Fotos der Gegenstände gemacht haben. Guck mal hier mit den. Stimmt. Oh nein. Aber wo hat Sascha Süßwasser gesehen? Wahrscheinlich, weil er meint ja eben ein bisschen weiter drin. Wahrscheinlich hier irgendwo oder da oder so. Aber das hier vorne, Leute, ne? Oh. Sagst du dir ganz ehrlich, der Mensch ist so ekelhaft manchmal, oder? Also ich bin jetzt auch nicht so der Ökotrophologe und bin jetzt auch nicht vielleicht diejenige, die komplett drauf achtet. Auch, ne, man sollte immer weiter mehr auf sich achten. Aber wenn man das jetzt schon sieht, wir brauchen die ganze Staffel nicht mehr zu gucken, um diese Aussage zu tätigen. Wenn du dieses Bild hier siehst, siehst du, oh nein, ey, wirklich. Das muss nicht sein. Nee.
Ja, Schiff, auch Schiffverkehr und so weiter, ne? Aber das hier ist schon nicht so schön. Aber guck mal, wie viele Palmen. Also Survival-Situation, ne? Erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, ja, so ein paar. Also ein bisschen, also fürs Feuer machen hat er auf jeden Fall hier genügend rumfliegen. Aber aus dem Müll kannst du hier bestimmt auch einiges Krasses machen. Aber wenn du mal so überlegst, diese Palmen, ne? Also wenn sie alle voll mit Kokosnüssen sind, dann kommt er gut durch. Ich sag's dir, Knossi ist der Einzige, der so richtig durchrockt und alle anderen müssen vorher abbrechen wegen irgendwas. Aber Nein. sein Spot? Aber der Spot ist schon cool. Ich sag mal, hier links drüben könnte auch, Hier, ne? wenn, naja, weit da hier drüben, Hier? genau, wenn er es schafft, sich eine Angel zu bauen, Hm? könnte auch Das angeln. Meer sieht auch so richtig toll aus, oder? Ja, Boah, weiter. Oha. Boah. Ich muss kurz warten. Bis ich renke. Ich will Boah. das. Ach, genau. Ich kann euch nicht. Ich sterbe. Ich werde mich übertragen. Glaub mir. Ich komme gleich nach. Kurz schlafen. Kurz. Boah. Boah, da muss man ja glatt stoppen, ne? Oh, ja gut, ne, Wasser, du bist müde. Nach dem Schwimmen ist man irgendwie immer müde. Diese ganze Adrenalinscheiße vorher, hat ja vorher richtig losgehauen. Wer weiß, wie viel er in die Nacht geschlafen hat. Gar nicht. Ey, wenn ich überlege, wenn ich alleine nur auf dem Festival fahre, privat. Ich und schlafen. Ist das gepackt? Habe ich alles? Was wird mich erwarten? Habe ich mein Ticket? Habe ich mein Ticket? Dies, das, Ananas. Und dann Ausnahmesituation. Also das ist ja Kopfkino. Schaffe ich das die 7 Tage? Mache ich das alles? Dies, das, Ananas? Nee. Aber das sieht schon geil aus. Oh no. Ein Blick, wenn man töten könnte, ein Blick. Dieser Blick ist es. Aber wenn das hier Strand ist, Sieht voll spannend aus. sie hat keinen Sandstrand. Nee, da ist kein Sandstrand. Oder wohl? Dieser rote Gestein da, was ist das? Sieht so. Das hier? Ja, das ist. Könnte Felsen sein oder auch nur Erde. Ist bestimmt irgendwie so ein eisenhaltiges Gesteinszeugs, weil sonst wird es, glaube ich, nicht so rot werden. Ich bin kein Biologe, Aber das hier sieht mir nicht nach Sand aber aus, das hier sieht oben. spannend aus. Also auch so dieses Black and White irgendwie, als wäre es Lavagestein. So ein Ja. bisschen. Ist Ja. wahrscheinlich nur Geröll oder so. Oh, mega, wie das aussieht. Und dann mit diesen Helikoptern, ne? Also Aber ganz schön mega. steil geht's hier hoch. Ja. Dschungel erkunden, erstmal nicht so möglich. Bergsteigen? Musst du irgendwie Fischernetze finden oder Seile oder so und dich da hochhangeln. Aber mega, mega Spot auch wieder, ne? Also bei ihr sehe ich jetzt nicht so viel Müll. Ja, naja, Ja. weiß nicht, was hier so zwischen liegt, ne? Und hier, guck Ja, mal, gut, das doch, sieht schon da sehr, ja. hier auch hier am Rand da und da, doch, das sieht schon noch sehr viel Müll aus. Aber wir wollen den Müll nicht bewerten, ne? Weil Nee. das ist also schockierend. Ja, doch, da liegt eine. Und? Antonia Starletnova, Streamerin, Frohnatur, Schmuckdesignerin. Von vielen wird sie als die Schminktussi abgetan. Durch ihre Zusage wurde allerdings klar, sie hat deutlich mehr Mumm als so mancher Internet-Hater. 15 Jahre verbrachte sie bei den Pfadfindern. Was sind da schon 7 Tage, oder? Boah, mega. Also auch wieder mega spannend, ne? Also, boah, also auch vom Skill-Ranking her war sie ja natürlich auch ein bisschen höher gewotet, jetzt natürlich als Knossi. Ja. Und ja, ich weiß nicht, ich bin auch mega, mega, mega gespannt auf Nova. Also muss ich wirklich sagen, also einer für mich der interessantesten Charaktere. Wenn man mal bedenkt, sie war 15 Jahre bei den Pfadfindern, ist gerade mal 23. Ne? Und das muss man auch immer wieder betonen. Ne? Also, und vor allen Dingen, ich habe ja auch damals in der Grundschule
Also ich war nicht direkt bei den Pfadfindern, aber wir hatten sowas wie so eine AG, könntest du sagen. Also halt so ein Nachmittagsprogramm. Auch haben wir so Baumhäuser gebaut, Feuer gemacht, haben unter anderem auch Feuerbohren gelernt. Ich war die Einzige, die das geschafft hat mit den Händen. Aber meine Hände sahen dann raus, ne? Aber das war halt auch, das sind so Dinge, die machst du dann und dann ja, nimmst du das so mit durchs Leben. Ja, wie viel ihr das jetzt bringen wird, das kann man so gar nicht sagen, weil, wie gesagt, diese 7 Tage Isolation, komplett anderes Gefilde, kein schwedischer Wald oder so, oder irgendwie halt unser Wald, das ist, glaube ich, einfach nicht miteinander zu Ich vergleichen. glaube, für viele, also für vielen Teilnehmer wird die Isolation das große Problem werden, gerade heutzutage. Handy, Computer, Laptop, Telefon. Aber auch hier interessiert mich sehr stark, also Nova hat eindeutiges Idealgewicht, weil, ne, 79, 79, so absolutes Idealgewicht. Und wenn dann jemand mit Idealgewicht durch eine Stresssituation so viel abnimmt, dann siehst du dem Körper das auch an. Ja. Und deswegen auch hier mega spannend. Na, sie hat ja das Beil dabei, stimmt. Boah, das wird auch interessant. Ich bin auch übrigens ein Beilmensch, wie du weißt. Säge und Beil sind so meine Ja, Werkzeuge im Wald. wenn ich gekonnt hätte, Machete, Beil und Säge. Ja, wobei du ja sonst eigentlich im Wald eher mit deiner Kukri unterwegs bist. Ja. Ja. Aber auch ein Kukri kommt irgendwann an sein Limit. Ja. Wenn du so einen Baum hast, so wie Fritz damals mit seiner Fackel, da hängst du ein bisschen. Also vor allen Dingen, wenn ich mit dir im Wald bin oder so, ich merke immer wieder, ich brauche ein kleines Werkzeug, also so ein kleines Messer oder so, ne? Oder und dann halt ein großes Werkzeug, sag ich mal, also Beil, Axt halt oder halt Säge, irgendwie was Größeres auf jeden Fall. Sag mal, Säge ist jetzt nicht irgendwie Nonplusultra, aber es erleichtert dir viel. Genau. Es ist ein Luxusgegenstand. Das ist ein Luxusgegenstand. Ja, Ist ist halt so. so, ja. Wenn es mal schnell gehen soll. Wenn es mal schnell gehen soll. So weiter. Schön die Arme angelegt, nicht viel Wasser hochgespritzt. Eine glatte 9. 9, ne? 9. Ja, ich bin auch bei 9. 9, 9, ne? Also Und beides 9. ja. Beides 9. Also beides 9. Bisschen anderes als im Schwimmbad. Ja, Strömung. Wellen. Alter, ist das dicht, ne? Guck dir diese dichte Kacke da einfach an. Das ist doch nicht normal. Also wenn du da drin bist, dann verlierst du sämtliche Tageszeiten. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Andi, da hast du vollkommen recht. Also da hast du kein Zeitgefühl mehr, weil Ja. da kommt ja kaum Sonne durch. Also es sah so aus gerade, als wenn sie direkt zum Land schwimmt, also als wenn sie dann im Endeffekt hier eher so hinschwimmt, als hier so zu dem Stein, ne? Also ich Ja. glaube, sie ist gleich durch. Hätte Ja. ich auch gemacht, weil über Stein klettern, da jetzt noch hier durch das Pflanzengetümmel, müsste ich jetzt auch nicht haben Eigentlich hat erstmal. sie ja zwei Strände, ne? Ja. Das sieht aus wie so eine 3 ohne E, wenn du es von oben sehen würdest. Oder wie man früher die Vögel gezeichnet hat, so. Ja, stimmt, wie so Möwen. Ne? Wenn Ja. Möwen gezeichnet ist, ist es auch mal so. Büb, büb. Büb, Der büb. Möwenstrand. Der Möwenstrand. Nova und der Möwenstrand. Das klingt nach einem sehr interessanten Kinderbuch.
da hat man es gesehen. Ja. Was war das? Wartet mal. Hier, hier. Ich habe im ersten Moment Tatsache gedacht, wir hatten ja gerade Halloween. Ich habe gedacht, gerade das wäre ein Kürbis. Ich weiß nicht, das ist... Hier liegt ein Handtuch oder so. Weiß nicht, das sieht irgendwie komisch aus. Sieht ein bisschen aus wie eine Melone. Oder eine Handtasche. Eine Handtasche, die schimmelt. Hier. Ja. Ah, haben Sie eine richtig teure Tasche entdeckt? Wir wissen es nicht, wir werden es nie erfahren. Ich habe auch diese Dinger hier, die an den Booten hängen und an den Schiffen. Die Schwimmer? Ja, so. Damit sie nicht gegen den Kai knallen. Ja, ja. Diese Abstandshalter, oder wie die Dinger heißen. Aber hier Kokosnüsse. Oh, geil, sie hat Kokosnüsse. Ja. Hier kommst du auch noch relativ leicht hoch. Ja. Ne? Wenn man die Instagram-Stories von Fritz gesehen hat, wo er... auch im Dschungel war. Ja. Urlaubsmäßig, glaube ich, sogar. Also, wo er sich ausprobiert hat, so ein bisschen. Und da war er wesentlich höher, nicht so nah am Boden. Ich kann mir bei Fritz jetzt keinen Erholungsurlaub vorstellen. Nein, eben, ne? Also deswegen, aber es wirkt so ein bisschen wie Urlaub mit Ausprobieren. Ja. So. Weiter. Aber. Oder? Wolltest du noch was sagen? Nein, nein. Das war anstrengender hätte ich gedacht. Aber ich bin hier. Ey! Ich habe einen richtig geilen Spot. Oh mein Gott. Ich habe es nicht gesehen, es war zensiert. Oh mein Gott, ich bin so dankbar. Ich werde jetzt einmal ganz kurz Luft schnappen und mich ausziehen. Aber ich habe jetzt nicht drauf geachtet, hatte sie einen Wasserfilter mit? Ja. Ja, Nova wie relativ viele haben den Grail-Wasserfilter genommen. Also Knossi weiß ich. Nova. Nova und ich glaube... Sascha auch. Und Joris, ne? Nee, Joris hat doch einen Topf genommen. Aber wie gesagt, Nova hatte auf jeden Fall einen Wasserfilter und ist natürlich halt auch mega praktisch, ne? Ja. Wir haben es auch mal eingeholt. Und diese Tabletten, die waren auch mega spannend. Ja, das aber... Hat nicht, das Tabletten, ne? Aber... Der Wasserfilter ist schon geil. Also, da kann man lustige Sachen mitmachen, kann man auch echt. Der Grail-Wasserfilter ist geil, aber die Tabletten nie wieder. Also, ich muss also dazu sagen, wenn man sich vorstellt, so du hast eine Regentonne, gehst mit dem Wasserfilter da durch, filterst das da durch und trinkst es und es schmeckt wirklich nach normalem Wasser. Normales, klares Wasser außer Leitungen am besten noch so. So, es schmeckt halt gut. Aber du stellst dir halt vor, Moment mal, das war doch gerade noch dieses. Der Kopf macht's. Dezente Brackwasser. Der Kopf macht's. Ja. Also ich empfehle jedem, sich davor irgendwie so Kirschwasser oder sowas vorzustellen. Ne? Also nicht das Alkoholische, sondern halt ne, wirklich irgendwie... Der Kopf sagt dir, trink das nicht. Ja, nee. Stell dir am besten vor, du trinkst Cola oder irgendwas. Also das Wasser Regentonne sah noch wirklich so aus. Ja, ja. Deswegen sagte ich das. Es war vorher Cola und du hast die Cola zu Wasser gefiltert. So habe ich es mir vorgestellt und dann hat es auch nach Klammwasser geschmeckt. Ja. Also vom Spot her schon geil. Auch die Sounduntermalung ist wieder geil. Ja. Na, wer muss raus? Oh. Oh, Otto. Otto hat so tolle Schminke, also so Tarnschminke drauf. Luftfeuchtigkeit, Salzwasser. Alles Mögliche. Ich meine, es ist ja jetzt schon fast weg. Wenn er da jetzt ins Wasser springt, dann hat er davon leider nichts. Ich möchte nicht wissen, wie hoch die Luftfeuchtigkeit in Panama war. Ja, also ich weiß es immer, wenn mein Vater nach Thailand und so weiter fliegt, ja, dann berichtet er ja auch immer von dieser extremen 100%igen Luftfeuchtigkeit. Also ich glaube, das ist ungefähr so, als wenn du durch so eine leichte Nebeldusche läufst. Also. Ich glaube, anders ist es da auch nicht. Ne? Das ist mein Spot. Irre. Auch hier. Oh, was ist das hier unten? Boah. Gut, drin schlafen will ich da auch nicht, wie man sieht hier, ne, bis hierhin kam das Wasser vielleicht sogar auch schon, aber ne, hier kommt schon Wasser hoch. Vielleicht halt auch bei irgendwelchen Unwettern eher, aber... Ich könnte Glück finden, dass er so in den
Krabben hier. Krabben da in den Löchern findet. Oder vielleicht mal einen Fisch zum Angeln. Ist so mega spannend, ne? Hier, das hier unten, wenn man das hier oben alles ausgrenzt, sieht das hier unten so nach so Steppensavanne aus irgendwie. Das sieht ein bisschen nach Afrika aus, ja. Ah, das ist ja ein mega krasser Spot. Ah, überleg mal, wie krass das aussieht, ne? Ja. Aber er hat so einen kleinen Sandstrand da oben. Hier auch ein bisschen, ne? Ja. Ja, hier so. Aber was ist das hier? Hier? Das ist auch mega spannend, ey. Wow. Otto Bulletproof. Ex-Soldat, Unternehmer, Giga-Chat. Ich hatte das schon in seinen Videos gesehen. Ich fand das so cool. Wenn man Kinder hat. Nein. Ich habe unsere Tochter letztens zum Kindergarten gebracht und es war ja Halloween und sie liebt es auch, sich zu verkleiden. Und auch ich musste sie als Einhorn, also ich musste sie als Einhorn zum Kindergarten bringen. Leute, da ist man froh, dass man nicht ganz so weite Laufwege hat. Am besten noch quer durch die Stadt oder so, mit Straßenbahn oder Bus fahren müssen. Das wäre jetzt nicht so geil. Ich bin froh, dass es noch relativ dunkel war. Ja, Winterzeit, genau, ja. Ist aber man tut alles für Kinder. Ne, also, das ist ein super Gimmick. Also, ne? Es leuchtet auf jeden Fall im Dunkeln. Leuchtet im Dunkeln, ja, da hätte man noch so reinnähen müssen. So kleine Geister oder so, die im Dunkeln leuchten, das wär's doch, oder? Nein. Nein. Wenn ich nicht schon einen Vater hätte, dann würde ich Otto nehmen. Denken sich wahrscheinlich viele bei diesem charmanten Lächeln. Ja. Einsatzerfahrungen und die härtesten Survival-Lehrgänge der Welt machen ihn zum Mindset-Monster. Die Erwartungen der Community sind hoch. Vielleicht zu hoch? Er rockt auch das. Hier komisch, aber zu sehen Gegenstände hier, ne? Also hier steht ja nicht viel. Es ist ja nur die Machete, ne? Inklusive Tragevorrichtung, ja. Okay, aber... Skill-Ranking würde ich ihn auch relativ hoch setzen. Ja, hat er sich, ne? Ja selber. Wir haben ja eigentlich so einen Zettel gemacht, wo drauf steht, wie viele Tage wer schafft, ne? Und wer welchen Platz belegt und so, haben wir einfach aus Spaß gemacht. Ich habe den Zettel leider jetzt vorher nicht gefunden, aber vielleicht finden wir ihn jetzt im nächsten Video. Das wäre sehr schön, wenn man das wiederfinden würde. Aber ich muss wirklich sagen, ganz knalle Kiste, ne? Auch hier die Werte mega interessant. Ja, ich glaube, jeder möchte Otto als einen Papa haben. Ja. Aber jetzt mal ohne Flax, ja. Ich weiß gerade gar nicht wirklich, was ich sagen soll, ne? Aber boah. Ich habe ein bisschen Angst um Otto mit einem Gegenstand. Ja. Und wie man bei Behind the Scenes gesehen hat, auch jetzt mit seinen Rückenschmerzen, Zettlern zum Start. Ich weiß selber, wie es ist mit Rückenschmerzen, also, ne? Weil die Sache macht dir dann auch nicht besser. Nee, gar nicht, gar nicht. Achso, was ich eben sagen wollte, war, jetzt fällt es mir auch gerade wieder ein, mir ist es gerade so ein bisschen entfallen erst. Mindset. Also, ich halte Otto wirklich auch für einen Mindset-Master. Ich bin damals auf Otto gestoßen, als ich angefangen habe, meine Selbstständigkeit aufzubauen. Da bin ich auf ihn gestoßen und... hab mir seine Videos zum Thema Mindset aufbauen angeguckt. Ja. Mega toll, also wirklich, ne? Auch so eine beruhigende Stimme dabei einfach. Irgendwie ganz, ganz toll, macht ganz tolle Sachen. Ist einfach sympathisch. Ist ein sympathischer... Ja, ich finde Otto, ich weiß manchmal nicht, ist Otto eher so der Survivalist oder ist Otto eher der Geschäftsmann? Und ich finde, einfach, wie du schon sagst, sympathisch, er macht eine perfekte Kombi aus beiden. Ne? Hat halt genauso wie ich auch immer sehr viele Interessen, die er versucht, beides zu kombinieren oder mehrere Sachen zu kombinieren. Manchmal kann man sich auch gar nicht richtig entscheiden, weil einem einfach alles Spaß macht. Man möchte es natürlich auch weitermachen. Richtig. Und wir wollen jetzt auch weitermachen. Patrick-Muster. Das ging schnell. Alter, 10 von 10 hast du gesehen, er hatte richtig so. Vor allem mit Drehung. Mit Drehung. 10 von 10. Vor allem hat gar nicht lange überlegt, ne? Sprung, da kommt doch nicht so viel Wasser hoch. 10 von 10. 10 von 10. 10 von 10, da sind wir. Da sind wir uns einig. Da sind wir uns einig. Alter, man hat schon weiten Weg. Oh ja.
Du musst aufpassen, sonst fällt er da auch gleich noch raus. Er muss ja zu seinem Spot schwimmen. Von dort aus, natürlich, versteht sich. Ist das geil. Muss man mal verarbeiten. Aus dem Heli. In der Affanese. Ich melde mich gleich. Ich muss erstmal Luft. Verständlich. Das muss irgendwie jeder gerade erstmal. Die Musik ist einfach episch, ne? Ja. Jetzt kriegt er aber so eine Bucht. Kein Strand, kein Nicht. Die Scheißpalme, wir haben es gestoppt. Das sind schon wieder so Memes, ne? Eine Scheißpalme. Oh, herrlich. Und wie ich sein Glück kenne, da hängt nicht eine Kokosnuss dran. Ja, die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss? Die hat alle Nova. Ja, ja. Also bisher habe ich bei keinem anderen Kokosnüsse gesehen. Ah gut, wir sehen jetzt ja auch immer nur so einen kleinen Teil, ne? Aber das war eine sehr coole Position. Boah. Oh, ich sehe schon. Fritz Meinecke. Abenteurer, Skandalnudel, Gemeinecke. Als Gewinner der ersten Staffel steht Fritz unter besonders hohem Leistungsdruck. Jeder Schritt wird von der Community genau beobachtet. Im Gegensatz zu Schweden sind seine Erfahrungen im Dschungel begrenzt. Wie viel steckt wirklich hinter dem Motto "Life begins at the end of your comfort zone"? Ah, Mist, jetzt habe ich das nicht richtig gestoppt. Verzeiht mir. Ja, so können wir es lassen. Auch hier wieder mega interessant. Oh, wusste ich gar nicht. Fritz ist in meinem Alter. Ich dachte, Fritz wäre älter als ich. Ich habe auf jeden Fall gedacht, er wäre älter als ich. Gott, ich bin ein alter Sack. Ja. Habe ich jetzt nicht zugestimmt? Hi. Wir reden dann nachher, wenn die Kamera aus ist, ne? Ja, 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 ja. Wieso, kriege ich ja meine Kündigung? Ja. Okay. Nee, ich reiche meine ein. Ach so, na dann. Also, boah, also auch, ne? Auch wieder Idealgewicht. Ja. Also, ja, und auch nicht mehr. Nee. Als Otto. Bisschen mehr. Also, auch hier mega spannend, ne? Also, ich achte auch immer, wenn man jetzt so von Fritz Videos sieht und so mit so, sag ich jetzt mal, größeren Ausflügen, Peru etc. Und wenn man dann auf Madeira. Ja, Madeira zum Beispiel, wenn er wieder zurückkommt und dann mal seine Instagram-Stories oder so sieht, dann siehst du halt manchmal ihm auch echt das so ins Gesicht geschrieben, so, ne? Ja. Siehst dann so ein bisschen, dass es halt alles, ja, auch am Körper gezerrt hat. Und ich persönlich, wie gesagt, ich bin jetzt hier nicht die Fitness-Expertin oder irgendwie sowas, ne? Oder auch nicht Biologin oder sonstiges, aber ich, oder Ärztin, ich finde es aber mega interessant. Ja. Was das auch mit deinem Körper macht. Und deswegen finde ich es toll, wie gesagt, dass sie das halt hier auch aufgreifen. Das hätte ich jetzt gerne noch mal von der Seite gesehen. Ne? Also. Ja, also es kam nicht viel hoch. Na, Sprung ist eine 7. Ja, ich hätte jetzt auch 7 gesagt, lustig, ne? Also... 7. So, und die Landung war wiederum eleganter, da gebe ich jetzt eine 8. Die Landung war eleganter.
Auch eine 7. Auch eine 7. Also 7, 7. Passend zu 7 in the Wild. Krass. Da hängt sein Sack. Also sein Dry Bag. Okay, ja. Aber ne? Er hat überhaupt keinen Strand. Schön, dass du von deinem tollen, ja, ne? Er hat ja gar nichts. Ach du Heiliger. Boah. Willkommen bei Seven Brothers Wild, Panama. Krass. Holy shit. Ja. Ich werde mir jetzt erstmal ganz kurz 5 Minuten Zeit nehmen, runterkommen, atmen, mein Drive-Deck ist da oben, pinkeln gehen und erstmal wirken lassen. Nicht überhastet rangehen, sondern ankommen in Mutter Natur. Heißt nicht, hab nicht willkommen. Das ist ein Wasserspot. Ja. Also die anderen hatten krass viel Kurzschlussfallen. Die hatten teilweise Strand. Ja, ja. Aber egal, ich suche mir was Schönes. Da drüben ist Riesenufer. Geil. Riesiger Spielplatz. Ist geil. Auch mega spannend, ne? Also, wie Fritz einfach vom Mindset rangeht, riesiger Spielplatz, hier voll der roughe Ort, egal, wir rocken das, wir machen das, ne? Also immer wieder faszinierend einfach, wie Fritz einfach versucht, ja, das Beste draus zu machen. Regen ist ein flüssiger Sonnenschein, der sagt der, ne? Richtig. Also da auch Hut ab auf jeden Fall, mega cool. Nee, finde ich, ich liebe es, wenn Menschen einfach dieses Mindset haben, dieses Machen, anstatt einfach immer nur in der Ecke zu hängen. Fritz hat dasselbe wie ich. Bei ihm gibt es das Wort Aufgeben nicht. Ja, also bei Andi gibt es das Wort Aufgeben definitiv nicht. Hat nichts damit zu tun, wenn er mal einen Schrank aufbaut, dass er auch ausrastet. Das ist was anderes. Alle zwei Sekunden. Ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber ein schwedisches Möbelkaufhaus sollte keine Schränke bauen. Oder zumindest Anleitung so bauen, dass ich sie verstehe. Es reicht ein Kallax-Regal. Nein, es reicht ein Ei mit Schokolade ummantelt, welches du auspackst und es zusammenbauen musst, dass du ausrastest. Das ist alles gut, wir verstehen dich. Ich bin kein Choleriker, das wollte ich mal klarstellen. Nein, du bist ein kleiner Ausraster. Ist normal, passiert mir auch, wenn ich ein Ü-Ei, ja, zusammenbauen soll, dann gebe ich das an dich weiter. Weil ich mir erspare, den Ausraster zu bekommen. Ist das nicht herrlich? Ich sehe gerade den Schreibtisch. Bei dem habe ich einen Ausraster gekriegt. Ja. Ich sage, jetzt kommt Sabrina. Ich glaube, Joris. Weil er da so am Außenrand sitzt. Sabrina auch. Ja, stimmt. Nee, Joris. Oh, Joris. Okay. Sehr konzentriert, ne? Mm. Joris. Community Wildcard, Hobbybiologe, Jungspund. Joris hat schon so manchen Dschungel gesehen. Als Vertreter der Zuschauer sollte seine Motivation entsprechend hoch sein, die 7 Tage zu meistern. Outdoor und Bushcraft waren bisher allerdings nur ein Nebenprodukt seiner biologischen Forschungsreisen. Wie schlägt sich der Neuling? 24, ne? Boah. Der Altersunterschied gerade finde ich so krass. Ich fühle mich noch so jung. Und dann siehst du so, ne? 24, Schitte. Das sind schon 9 Jahre weniger als ich. Also das, ja, sind fast 10 Jahre Altersunterschied hier. Da guck dir doch Mova an. Ja, aber das ist so krass. Die wirken halt so alt wie wir auch. Erwachsen. Ja, schon mal so extrem interessant, ja.
Siehst du, Gefäß inklusive Deckel. Ich glaube, es war ein Topf. Ja. Ja. Aber mega. Richtig. Also, ja, gut. Ich finde halt aufgrund seiner seines Wissens wegen Biologie-Zeugs und so, also das finde ich schon sehr interessant. Ich finde Joris auch einen sehr, sehr interessanten Kandidaten, muss ich wirklich sagen. Ja. Und ne, du rockst das. Oder hast es ja jetzt eigentlich schon gerockt, aber wir wissen nicht, wie weit. Er steht stellvertretend für uns alle. Ja, ja, ja. Du machst das. Sicherlich. Episch. Au. Das sah nicht gut aus. Das sah nach Gewichtsklatsche auch. Ja. Ja. Oh. Ja, Sabrina zeigt uns an, das sah wirklich nicht so schön aus. Ah, was, wie bewertet man das? Ich bin jetzt ein bisschen gemeiner, das hat jetzt aber nichts mit Joris an sich zu tun, aber ich sage 5. Ich sage 6 wegen der Landung. Hat sie spannender aussah, oder? Naja, weil sie wird bestimmt sehr schmerzhaft gewesen sein. Ja, okay, ja, nee, du hast recht. Dann gebe ich eine 7, weil ich bin immer ein. Ach so. Schon mal rein. 7 und die Landung, nee, das war ja die Landung. Ja, ja. Dann mache ich Sprung 5 und Landung 7. Sprung mache ich 6, weil er, glaube ich, der Einzige war, der da wirklich mit Elan rausgesprungen ist. Ja, ja, stimmt. Naja, ich bleib dabei. So. Ich lande erstmal auf dem Gesicht, finde ich geil. Aber pure Motivation, oder? Ja. Schwimm mit einem Arm, ist echt heiß. Ultra geil! Mich würden jetzt hier so Einblendungen interessieren, das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Wie warm war die Wassertemperatur? Das frage ich mich auch. Ja. Da so keine. Wie 12 Grad, was unwahrscheinlich ist. Ich glaube so um die 20 Grad. Ja, denke ich auch mal so, weil sich ja bisher keiner beschwert hat, dass es kalt ist. Stimmt. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, so 20 Grad hat das Wasser definitiv, weil da ja auch gerade die Sonne geschieht. Ja. Vielleicht sogar noch wärmer, weil. Man weiß nicht, okay, welche Tageszeit, wahrscheinlich morgens. Aber morgens, mittags. Ja. Und er hängt auf der Dryback. Geil, okay. Erstmal gucken. Oh. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Hier. Das sieht doch nach Fischernetz aus oder so. Ja, und darunter liegt eine Plastikflasche. Ja, hier, ne? Ja. Das hinten sieht aus wie ein halber Eimer. Das hier, ne? Ja, könnte aber auch ein Stein sein. Oh, spannend. Oder hier, guck mal. Oh, daraus kannst du auch hoffentlich irgendwas knüpfen. Natürlich. Hoffentlich ist das stabil genug. Wenn du flechten kannst, dann kannst du da... Ich hätte da jetzt voll die Vorteile. Ich kann sehr gut flechten, aber... Ich nicht, das muss ich mir nochmal irgendwann aneignen. Ja, ich setze mich irgendwann mit dir mit Wolle hin und dann... Mhm. Ne? Also, ich kann sogar flechten mit 2 Fingern. Oh. Ja, muss ich immer so machen, immer so übereinander schlagen hier. Ja. Kann ich dir alles beibringen, wollte ich damit sagen. Ich bin nett zu dir. Angeber. Wohl. Landung war gut. Schwimmen war okay. Ich habe gesagt, ich ging schon. Genialer Spot. Ich hoffe, jetzt ist Frischwasser. Das heißt, wenn ich... Das sieht so geil aus. So schön. Oh, jetzt ist Sascha wahrscheinlich. Wenn ihr schon so sieht. Mm. Dieses Muster. Oh, was ist das? Was ist das? Genau, du hast recht, ja. Oh, das ist das Erste, was mir gerade aufgefallen ist, weil es einfach sich von der Umgebung anfängt. Es leuchtet. Ne? Das ist der Moment, wo du durch den Monitor springen willst, um es selbst zu entdecken, was ist das? Ja.
So, oder du startest ein Spiel und irgendwo glitzert irgendwas in der Ecke oder leuchtet. Denn das Erste, du startest das Game, du tauchst in deinem Anfangsgebiet auf und dann siehst du etwas und du musst da erstmal hinlaufen. Die Quest, alles, was du bekommst, ist Scheibenkleister, egal. Du läufst dahin und guckst erstmal, was ist das? Und das hier ist wirklich der Moment, durch den Monitor springen und gucken, was ist das? Ich sag auch, es ist ein riesen Fischernetz. Ein Netz, eine alte Plane oder... Könnte aber auch irgendwo ein Schlauchboot sein. Ein Schlauchboot wäre auch geil. Was könntest du denn in der Hängematte bauen? Oder? Was hättest oder du? Dach. Hättest du schon mal ein Shelter mit einer Wand? Ja. Also auch wieder mega spannend auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen, weil hier auch überall dann wieder Äste und sowas rumliegen. Ja, oder halbe Baumstämme. Da könntest du dann halt wirklich was drauf spannen. Ja, alleine hier. Ja. Ah, da schon ein halbes Haus. Aber hier, da, auf der anderen Seite genau. Da, wo es halt auch liegt. Hier, ja. Hier. Hier ist auch irgendwas Spannendes. Hier ist so ein Blümchen. Blümchen. Guck mal, hier kannst du dich drunter bauen. Hast ein paar Wellen. Das ist egal. Also, Fußbad. Fußbad, genau. Was ist das dann hier? Die Badewanne? Ja. Ja? Müssen Wasser- und Heizkosten das ist die sparen. Toilette. Das ist die Toilette. Herrlich, herrlich. Oh, schön. Was? Herrlich, herrlich. Er scheint nicht begeistert zu sein. Oh, das war ein Au. Jetzt bin ich so weit, ne? Das sieht, glaube ich, kürzer aus, als es eigentlich ist. Mhm. Also auch diese kurze Strecke mit Strömung kann immens lange dauern. Ja. Let's go! Sascha Huber, Fitness-YouTuber, Dorfkind, Österreicher. Holzwurm. Hat er nicht gesagt. Also... Jetzt können wir aus dem Lachen nicht mehr raus. War schon wieder richtig gut, das Screener hier. Oh nein, herrlich. Und ein Holzwurm. Und ein Holzwurm. Und ein Holzwurm. Jetzt kommen aber für mich wirklich die spannendsten Daten von vorne und hinten dann halt. Also am Ende ja. Auch, weil, ne? Wirklich zu schaffen macht Sascha nur, ob sein Bizeps die 7 Tage übersteht. Mm. Solche Muskelberge sind schön anzusehen, aber verbrauchen eine Menge Energie. Wird ihm sein Adoniskörper zum Verhängnis? Das kann ich auch bestätigen aus deiner Fitnesszeit, sage ich jetzt mal. Also, das kann ich wirklich bestätigen. Also, das verbraucht sehr viel Energie. Ja. Man kann essen. Ne? Also besonders nach dem Training, sage ich mal. 2-3 Döner passt schon. Das ging bei mir immer. Ja. Ja gut, 2-3 Döner ist übertrieben. Ja, aber mal so eine Pizza ich hab ein bisschen so, übertrieben jetzt. Ne? Mal eine Pizza oder irgendwas vom Griechen. Ja. Auch so, naja, auch von der Ernährung her auch sehr viel Ballaststoffe, Fleisch halt auch, ne? Aber wenn ich ehrlich bin, als ich damals trainiert habe, habe ich wirklich nicht auf die Ernährung geachtet. Nee, das stimmt. Das stimmt wirklich. Also das muss ich wirklich sagen, nicht auf die Ernährung. Ich habe das gegessen, auf was ich Hunger hatte. Ich habe damals sehr auf meine Ernährung geachtet, aber über mich, ne? Nö. Weil ich wollte ja auch wirklich Fortschritte sehen, ne? Also was ich ja erzählt hatte, 120 Kilo, das sind dann halt schon, ne? Also du versuchst dann halt schon, ja, das richtig gut umzustellen. Ja. Und da achtest du dann auch drauf. Stimmt, er ist der Einzige, der. Er hat auch Wasserfilter. Er ist aber der Einzige, der eine Hängematte mit hat. Nee, Knossi doch auch. Knossi auch? Ja. Ich dachte, ich habe das nur noch im Hinterkopf, dass das Thema Hängematte für ihn gesprochen war, nachdem Martina. Obwohl, ich muss sagen, ich fand die Idee ehrlich gesagt ganz gut. Ich denke auch, das war so ein typischer Vorführeffekt, was sie da gezeigt hatten. Ja, dass das dann auf einmal nicht funktioniert oder so. Also Martin hatte sich richtig Gedanken gemacht, um Knossi da zu unterstützen. Also es würde funktionieren. Ja, natürlich funktioniert das irgendwo und irgendwie. Und es hat ja auch zwischenzeitlich funktioniert oder im Nachhinein und von vornherein hat es funktioniert. Was willst du da machen? Es ist dann halt so. Ich glaube, wenn du das Paracord eben auf die Länge flechten würdest, dann würde es auch mehr halten.
Vielleicht auch eher die Position war vielleicht das Problem. Aber ja. Thema Hängematte, ja, ich würde in den Dschungel definitiv auch nicht ohne Hängematte gehen. Aber ich bräuchte auch ein Ganzkörper-Moskitonetz in so dick, weil wenn mich nur eine Mücke sticht, dann habe ich aber so eine Pestbeule hier hängen. Also, Du würdest ins Wasser springen und dann würdest du schon den Knopf drücken, holt mich raus, weil dich schon irgendwas gestochen hat. Ja, also ich bin ein Pechvogel. Und mit sehr vielen Allergien, glaube ich, auch, habe ich zu kämpfen. Vor allem gegen Insektenstich. Allergie war da jetzt eigentlich mehr gemeint. Also Wespe geht Tatsache, lustigerweise. Biene gar nicht. Mücke sowieso nicht. Also Mücke ist schlimmer als Biene. Und Wespe geht eigentlich. Das wird bei mir halt auch dick. Aber das wird bei jedem dick. Ja. Natürlich müssen wir weitermachen. Ja, natürlich. Ja, das. War nicht schlecht. Uiuiuiui, was ist das? War ich jetzt durch? 21,8. Merken. Jetzt muss ich wirklich aufstehen. Ja, ja, mach ruhig, alles gut, kein Problem. Tücken der Technik. Auskommen. Aber was das auch ziemlich geil war, war wirklich so dieses Flattern. Flattern. Ah, oh, herrlich. Schön. Einfach schön. Ja, geht gleich weiter. Müsste funktionieren. Ja, soll ich nochmal? Ja, warte, jetzt lädt er wieder. Jetzt hat er sich gefangen, sagst du, ja? Ich hoffe. Ah, gut. Erstmal hier wieder reinkommen in die Ecke. Alles umgebaut hier. Nur für die Reaction. Entschuldigt. So. Geräusche. Aber wir machen ja kein ASMR, von daher. Aber da, guck mal, alleine die Position gerade, ne? Mega lustig. Und das Flattern der Ärmel gerade auch mega cool. Also, den Sprung können wir jetzt schon mal bewerten. Der kriegt von mir einen 9, weil es ja einfach lustig. Das war der Fallschirm. Der Fallschirm, die Fallschirmjacke. Ja. Oh, Sabrina! Bitte, wie hat Sabrina gerade geguckt? Also, ich glaube, Sabrina ist diejenige, die am meisten Angst hat vor diesem Sprung. Und ich kann es halt auch, wie gesagt, echt verstehen. Das Problem ist, Sabrina ist ja noch dran. Ja, aber ich kann es echt verstehen, ne? Also, es ist schon nicht so einfach, das Ganze hier. Weil sie sieht das die ganze Zeit, wie alle da rausjumpen. Ja. Wie sie teilweise etwas härter aufschlagen, so wie Joris. Ja. Ach, mega, oder? Aber ja, die Landung müssen wir uns jetzt noch nämlich noch bewerten hier. Wenn man sie nochmal sieht. Ja. Nee. Gut, die Landung, die war jetzt eine. Dankeschön. Gleich nochmal hier nachgebaut und nachjustiert. Also die Landung, die war doch jetzt eigentlich doch so eine 8. Eine 8. Eine 8. Eigentlich 8. Knappe 8. Gut. Oh, Sabrina. Ich hab's überlegt gerade. Hängt schon wieder, was ist denn hier los? Das ist Technik, das ist so, wenn man was aufnimmt, dann muss das mal, ne? Also, da muss das sein. Da muss das. Kann ja nicht alles perfekt laufen hier. Komm ich raus. Oh, herrlich. Herrlich. Oh, schön. Jetzt. Lieber Internetanbieter, dessen Namen ich nicht nennen möchte, funktioniere. Ja, aber gerade. Ja? So. Hast du geschafft, ja? Ja. Das ist total super von dir, finde ich klasse. Aber auch hier wieder der Spot, mega interessant. Dieses Black and White, ja, das ist einfach mega spannend irgendwie. Ja, da siehst du mal, wie weit das Wasser eigentlich reinkommt, ne? Ja. Er ist jetzt auch schon fast da, der liebe Sascha. Also, weiter?
Solange das Internet mitmacht, ja. Ah, ich drücke jetzt extra mal hier unten drauf. Ja. Seine Turnschuhe. Du meinst Wasserschuhe sind das jetzt, also. Na, schon so mit den Klamotten da reinzuspringen, wie gesagt, finde ich jetzt nicht ganz so nice. Nee. In der ersten Staffel hatten sie ja die Möglichkeit, sich auszuziehen. Gut, das Wasser ist jetzt wärmer. Ja, aber das, ich glaube. Aber die Klamotten sind halt trotzdem. Ich glaube nicht, auch wenn sie jetzt gesagt hätten, ihr habt die Möglichkeit, du möchtest nicht, ich sag mal so, aus 5 bis 10 Metern Höhe ne? nackt ins Wasser springen. Nee, ich glaube auch. Ich glaube auch. Nee. Nee, möchtest du nicht. Nee. Oh, warte, da. Entschuldigt, das war jetzt ein bisschen hektisch. Hier. Ja. Das ist derselbe Moment gerade, ne? Und ich glaube, was ich gerade gesehen habe, aber mal kurz, ich glaube, er hat Glück. Was meint er? Was meint Andi? Ich bin jetzt gespannt, was Andi meint. Ich brauche nochmal die Szene von oben. Oh ja, natürlich, klar, cool. Ich glaube, er hat Süßwasser. Ja, mega cool. Das ist, glaube ich, sein Dryback. Ja, man sieht das immer an der roten Markierung, ne? Also mega spannend auf jeden Fall. Aber was ist das? Ist das ein Netz oder ein Netz, ein Plano oder ein... Nein, das Schlauchboot. Das sieht so spannend aus, ne? Dieser Moment. Aber auch alle, auch wieder so steil nach oben, ne? Ja. Jetzt ist es zu dicht. Ich würde da, glaube ich, mich gar nicht trauen, reinzugehen. Aber ich bin ja ehrlich, ne? Also, für mich wäre die Situation schon so wirklich so... Bleibe ich am Strand? Nee. Ja, möchtest du da reingehen? Nee. Aber, keine Scheiß, Palme sehe ich. Siehst du eine Palme? Eine. So eine Palme? Das hier oben. Das könnte was Palmiges sein. Ja. Aber bis dahin, komm, hier, von da unten. Na, einfach, easy. Hast du. Easy da ist going. Eine Autobahn. Da gibt's eine Autobahn. Seilbahn. Genau. Unglaublich. Nee, doch da. Hallo. Wo bin ich hier? Scheiße. Wo sind die Palmen? Er hat es doch gesagt, wo sind die Palmen? Eine habe ich gesehen im Gebüsch. Eine, Sascha, eine habe ich gesehen, eine einzige. Tausch mit Fritz, der hat auch eine. Wo sind die Palmen? Er hat sich bestimmt die ganze Zeit... Puff, du hast einen Luxusurlaub gebucht. Puff, du kommst da an und nur eine Scheißpalme. Er hat sich das wahrscheinlich die ganze Zeit so vorgestellt. Weißer Sandstrand, gesäumt von ganz vielen Kokosnusspalmen. Ja, du hast das Luxushotel vergessen. Das möchte ich aber wirklich, ne? Also was ist denn das eigentlich für ein Urlaubsservice hier? Das geht ja gar nicht. Und die liegen. Mit Sonnenschirm. Da habe ich mir schon eine Liege vorreserviert, ja. Und dann ist die einfach nicht da. Und nur eine Palme. Mit Schräglage. Das ist keine einzige Palme. Das ist nichts. Hier. Oh. Da ist eine Palme. Wow. Das war bestimmt André. Ja, ich weiß nicht, ne? Also, ob André mitgewirkt hat, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Weiß ich nicht. Aber auch dieses Filmset einfach eigentlich schön, ne? Einfach cool. Aber das hier, das wirkt halt einfach immer nicht wie Gestein, sondern als wäre das voll flauschig. Wie den Tag, wo wir Pilze sammeln waren mit dem mit diesem Moosfeld, wo ich habe mich erstmal aufs Moosfeld gelegt, weil das sah so gemütlich aus und so kuschelig, ne? Und deswegen, also Moos ist ja sowieso immer total meins. Ich finde Moos total interessant. Es sieht auch alles aus, als wäre das einfach so ein Teppich. So wie in Irland. Ja, aber einfach so grüne Teppich. Hügel. Ja, einfach so ein Teppich. Wenn du das so von, ich als Fotografin und auch Videografin, wenn du das so Moos und dann ganz dicht am Boden filmst, es sieht halt einfach aus wie so eine kleine süße Feen- oder Zwergenlandschaft, weißt du, die du besuchen kannst. So Moos ist halt einfach interessant zu filmen und zu fotografieren. Ja, ich bin die Moos-Fotografin. Herzlich willkommen bei Moos TV.
Mose. Ihr wisst Bescheid. Mose. Irish Mose. Irish Mose. Hilft gegen Halsschmerzen, Irish Mose Tabletten. Viel Spaß. Hier, diese Lutschpastillen, die sind richtig toll. Ich sollte mir welche besorgen. Nein, die betäuben immer die Zunge. Ja, nee, aber stimmt. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich sollte mir die morgen mal holen. Oder übermorgen. Oder wann auch immer. Hol sie dir. Hol sie dir. Ja. Weiter. Okay. Batikmuster. Ach du und dein Batikmuster. Oh, was war das? Hier ist was Grünes, aber hier lag eben etwas, das sah aus wie so ein überdimensionaler Palmwedel. Aber wahrscheinlich war es ein Ast oder Stock oder halber Baum. Auf jeden Fall sehe ich eine Palme. Ja, eine Palme haben wir eben schon gesehen. Da oben. Hier ist auch eine. Ja. Na, aber hier weiter, also hier weiter, wenn man, ne? Da war auch eine. Die stand direkt hier so an dem Strand. Steinstrand. Ostsee. Ostsee-Vibes. Ein Sandstrand ist ja eigentlich im Groben und Ganzen auch nur Gestein. Ja, aber trotzdem. Patrick. Muster. Oh. Sabrina Outdoor. Outdoor-YouTuberin, Newcomerin, Grinsebacke. Seit gut einem Jahr produziert Sabrina Inhalte zum Thema Outdoor. Nach kurzer Zeit kaufte sie ihren eigenen Wald. In der Vergangenheit zeigte sie bei Projekten wie dem Ocean Warrior ihren Kampfgeist. Wird der Dschungel sie brechen? Ocean Warrior, gutes Stichwort. Also da hat man Sabrina auch wirklich in Höchstleistung gesehen. Also ich glaube, sie kann bestimmt noch mehr. Das war es nicht gemeint. Aber mega spannend gewesen beim Ocean Warrior Sabrina zu sehen. Also es wirkte wirklich so, als hätte man bei Sabrina wirklich gesehen, auch wie sie wächst an den Aufgaben und so. Das fand ich sehr spannend. Auch hier wieder, alter, Bauchnabelpiercing, aua. Okay, das fällt mir gerade so auf, weil man es halt wirklich sieht. Ja, ich gehöre jetzt nicht zu den Kategorien Menschen, die jetzt sagen, wie krass, kannst du irgendwas basteln? Darauf, das ist mir egal. So, wenn sie daraus was bastelt, dann ist sie gut. Das hat, ne, das musst du nämlich erstmal rausmachen, dass du da im Endeffekt, naja, eine offene Wunde ist das jetzt nicht mehr, aber du kannst schon, also sage mal Sport, man hat auch eben die ganze Zeit ihre Ohrringe gesehen. Darauf habe ich gar nicht geachtet gehabt. Siehst du? Ja gut, man hat sie sehr oft seitlich gesehen, auch im Flugzeug, Helikopter, entschuldigt. Von daher war das für mich jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen Dorn im Auge, aber nicht, weil sie was draus basteln könnte oder irgendwie sowas. Das ist eine Diskussion, die werden andere Leute wahrscheinlich führen. Aber ich sag ganz ehrlich, Bauchnabelpiercing und so, das ist gefährlich. Nachher bleibst du da irgendwie hängen oder so. Ja, gleich, wenn sie rausspringt. Ja, und vor allen Dingen, sie hat ja das Oberteil hochgeknotet. Ich weiß jetzt nicht halt bei dem Bild oder ob sie auch so darum läuft mit hochgeknöpft und so, und dass es frei liegt, wenn sich da irgendwie Schlamm, Dreck. Also ich kenne das halt bei meinen Ohrringen, also meine Ohrlöcher, die sind wirklich schon extrem alt, aber wenn ich schwimmen gehe oder so oder auch mal viel in der Natur unterwegs bin, du weißt selber, wie sich das entzündet und das dann hier irgendwie, ne, also das ist schon ein bisschen unangenehm. Also und das dann am Bauch? Nee, das muss ich nicht haben. Da verfängt sich vielleicht auch was drin, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Aber gut, es ging mir jetzt eigentlich mehr um die Werte. Also auch Gefäß mit Deckel. Also. Da haben wir nur drei Wasserfilter. Drei Wasserfilter. Knossi, oh. Sascha und Nova. Ja. Ich glaube, alle wünschen sich eigentlich diesen Wasserfilter noch zusätzlich. Aber du hast ja halt nur begrenzte Gegenstände, also kannst du natürlich nicht alles mitnehmen, das ist ganz klar. Vielleicht sollten wir auch irgendwie mal erwähnen, was unsere Gegenstände wären. Bei mir geht nichts ohne Feuerstahl. Kommt auf das Rating an, ne? Wir wissen jetzt nicht, wo wir wären. Das stimmt, richtig. Also, wie viele Gegenstände wir mitnehmen dürften. Aber man müsste sich das mal ausrechnen für alles, was jetzt... Eigentlich sind drei Sachen für mich immer essentiell. Also, wir haben so oft auch schon mal Staffel 1 drüber geredet, das können wir jetzt sagen, was für uns auf jeden Fall immer essentiell wäre. Es ist für mich persönlich ein Feuerstahl. Ja. Ein Wasserfilter und eine Waffe, Messer, Werkzeug, ein Werkzeug. So, es kommt dann auf die Gegebenheiten an. Im Dschungel hätte ich mich wahrscheinlich sogar für die Machete entschieden, weil ich halt mit Schwertkampf und so weiter auch, also ich kann mit Schwertern umgehen im Schwertkampf und deswegen würde ich wahrscheinlich mit einer Machete auch klarkommen. Und halt der Feuerstahl, ganz essentiell wichtig. Feuer gibt einem immer ein
wohliges Gefühl. Klar, ich kann Feuer bohren, aber je nach Wetterlage, je nach Ort. Du hast nicht immer die Möglichkeit, schnell Feuer zu bohren und es ist eine Adrenalinsituation. Es ist unterschiedlich. Gehe ich in den Wald privat und bin darauf vorbereitet, jetzt Feuer zu bohren, habe ich mehr Ruhe dafür. Ja. In der Situation hast du es nicht. Gehen wir doch mal alleine Staffel 1 an. Da hat es am Anfang geregnet, alles war nass. Es ist trotzdem möglich, was Trockenes zu finden und es wäre möglich, doch, es ist möglich, aber Schwierig. schwieriger. Und wie gesagt, es ist dann halt auch bei Seven vs. Wild, es ist halt so, ja, du hast ja diese Adrenalinstöße und du bist in dieser Stresssituation und da ist es sehr, sehr schwierig, glaube ich, Ja. abzuschalten, um auch die Zeit dafür zu haben. Ne? Also würde ich jetzt nicht sagen. Ja, habe ich dann noch, ja, mein Wasserfilter. Ja. Ja. Wasserfilter nehme ich, seitdem wir ihn haben, eigentlich immer mit. Und du auch, ne? Also hier in Deutschland auf jeden Fall. In Schweden würde ich ihn, glaube ich, weniger mitnehmen. Ja, wenn du dann begrenzte Gegenstände hast, dann wahrscheinlich nicht. Aber ich finde auch so ein Gefäß mit Deckel halt auch spannend, weil man kann destillieren, du kannst kochen damit, du kannst Also, ja auch mal was warm machen, musst oder nicht mehr so. nachdenken. Oder man kann eben den Wasserfilter so wie Marlin benutzen als Tragevorrichtung für seine Bären. Ja. Aber auf jeden Fall so, das sind so die drei Sachen, glaube ich, die wir auch immer im Ja. Kopf haben. Also Tja. hier, also wenn das jetzt hier in Deutschland gewesen wäre, Servus, das ist halt Deutschland, Wasserfilter. Ja, ich sage aber auch mal, wenn wir das in Deutschland machen würden, dann wäre wieder so, man braucht irgendwie schon Planung. Schlafsack wäre schon geil. Also Schlafsack besonders, weil in der Nacht wird es halt saukalt. Wenn man diesen Sommer von ausgehen würde, ohne Schlafsack. Nee, würde ich nicht so sagen, weil, also ich kenne das halt, Survival-Situation ist jetzt im Wald oder so, jetzt halt, ne, also Bushcraft im Wald. So, aber wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel, wenn ich auf dem Festival bin, ja, tagsüber, es lädt sich so derbe auf. Es ist einfach unerträglich warm. Ja. Da brauchst du gar nichts. Da denkst du auch nicht mehr wirklich an die Nacht. So, und wenn du dann aber in deinem Zelt liegst oder dich einfach outdoormäßig unter den Sternen dorthin packen würdest, dann merkst du, oh, jetzt wäre ein Schlafsack aber gar nicht schlecht. Und am besten einer für, ja, wenn man einmal das Fenster auf hat. Ja, dann kommst du gleich in diese Bredouille. Oh, jetzt bräuchte ich aber schon minus 10, minus 20 Grad. Das ist Sag eine Fliege, die uns ärgert. mal. So. Also, wie gesagt, das ist halt schon ein bisschen komisch. Also, weiß ich nicht. Ohne Schlafsack, nein, never. Achtung. Ja, im Dschungel sieht es wieder anders aus. Also, es kommt halt immer auf die Situation an. Wo bist du? Ich glaube, im Dschungel würde ich nicht ohne Moskitonetz. Ja, wie gesagt, das Moskitonetz ist schon wieder so ein Träumchen, ne? Aber machen wir mal weiter. Sprung der Ruderer. Ah, fünf. Wo bist du unfreundlich? Was ist bei dir los? Das lernt man schon in der Schule, beim Schwimmunterricht. Nicht rudern. Richtig. Sechs. Fünf. Sechs. Fünf. Sechs. Fünf. Kann ich dich umstimmen? Nein. Ich bleib bei sechs, er bei fünf. fünf. Jetzt kommt die. Ich würde die Landung jetzt gerne noch mal sehen. Aber bei der Landung eine schöne Sehr, Sitzhaltung, das sah lustig das war aus und. sehr viel Rückenlage. Ne, das war eine Sitzhaltung. Ach komm schon, das ist eine schöne Gut, sechs. Sitzhaltung. Sieben. Und weil wenig Wasser hochkam, acht. Ich mache eine acht. Großzügig. Ja. Ich auch. Aber ihr habt gesehen, sie hat das Oberteil hochgeknotet gehabt. Das heißt also, das Piercing liegt frei. Sie springt jetzt in Salzwasser. Ich So, glaube. und hier seht ihr, das fällt mir gerade auf. Hier, das hier meinte ich vorhin. Glaube ich, ein Ast. Ein Baum. Da kannst du was drauf schwimmen. Setz dich hier drauf, hast du hier noch so ein. Glaube, es ist ein Baum. Daraus kannst du dir ein Drachenboot bauen. Nein, aber ich. Nochmal zu dem Piercing zurück. Ich glaube, das Salzwasser ist nicht das Problem. Ich glaube eher der Druck. Ja, beim Landen. Ja. Ja gut, obwohl das könnte sie ja gewohnt sein, wenn sie jetzt zum Beispiel schwimmen geht und vom 10er, 5er oder so springt. Ja. Ja.
Also das ist sie wahrscheinlich dann eher gewohnt als jetzt, sage ich mal, so ein ja, Dreck, was da reinkommt oder so. Solange es nicht frisch gestochen ist. Aber auch hier liegt wieder sehr viel Müll rum. Also wir wissen immer noch nicht, was das ist, aber hier liegt auch wieder Sieht auch wieder aus wie so ein Netzplaner, Einfach Abdeckplaner. mal dahin schwimmen, das wegholen, ne? Muss das mal Wir rankommen. wollen wissen, was es ist. Gucken wir mal weiter. Jetzt schon so aus, als hätte sie keine Lust mehr. So ein Sprung ist ja auch echt hardcore, also. Ja. Das. Was ist das? Stein, schwarzer Diamant. Aus wie Glas. Es schimmert auf, also es ist auf jeden Fall. Ah, Ja, ich weiß auch nicht, was es sein soll, hier aber schimmert auf jeden Fall Licht durch. sieht spannend aus, ne? Oh, Ob wir werden es sie. wahrscheinlich nicht erfahren, was es ist. Nicht jetzt. Und wie es weitergeht, sehen Sie in der nächsten Folge. Okay, wir gucken mal. Vielleicht zeigt es sich ja noch mal deutlicher. Nee, leider nicht. Letzte Abenteuer beginnen, ey. Oh. Oh mein Gott. Ich bin gerade echt gerade ein bisschen sprachlos. Hier siehst du auch die ganzen Ohrringe. Ja. Also hier so Kreole, Stecker. Auf der anderen Seite hast du es eben auch gesehen. Hier oben ist wohl auch einer. Oh, hier, guck mal, wo ich gerade auf die Ohren gucke, sehen wir hier, ne? Also Seil. Seil ist da. Oh, was ist das? Immer wenn ich auf die rechte Seite gucke, muss ich natürlich auch auf die andere Seite gucken, ne? Guck mal hier. Das sieht ja auch spannend aus. Kannst du ja schon fast ein Baumhaus draus bauen. Ja. Also, man darf jetzt aber auch eine Sache wirklich nicht außer Acht lassen. Wir sehen hier Dinge in einer Aufnahme. Wir zu Hause, wir sehen das jetzt. Wir können pausieren. Ja, auch, aber wenn du da jetzt sitzt, du siehst nicht alles. Nee. Du bist in dieser Stresssituation, Adrenalin, du kommst da an und denkst dir nur so, ach du Scheiße, was mache ich jetzt als nächstes? Euphorie. Bei uns ist sofort, jetzt im Kopf, aktuell, du kommst an, looten. Looten, 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 looten. Wir haben uns so oft drüber unterhalten. Ja. Aber wenn du da sitzt, du musst erstmal runterkommen, musst Luft holen, schlafen, keine Ahnung, irgendwas. Du hast Bedürfnisse. Also du checkst das jetzt gerade gar nicht. Essen, trinken, schlafen. Dieses Seil, wer weiß, ob sie es überhaupt jemals entdeckt. Weißt du, was mies wäre? Hä? Wenn da mal ihr Dryback dran war. Oh. Stimmt. Stimmt, Ne, ja. Ja, das wäre eine doofe was Situation. weiß ich, ein Tier oder so, oder? Oh, was ist denn das Leckeres? Hm. Oder keine Ahnung, in der Nom, Nacht gab es einen Sturm und. nom, Ich aß ihn ehrlich gleich. nom. Leer. Alle weg. Was ist das jetzt schon? Nee. Was? Hätten wir wissen müssen, hätten wir doch am Ende alles bewerten können. Ja. Oh. Wie selbst der Pilot rausguckt, guck mal. Ja. Guck mal schon wieder, Batikmuster. Ich das jetzt noch einmal höre, schrei ich. Aber auch so überall diese Steine. Also hier hängt ein Dryback, glaube ich. Ja. Ja, aber, boah, guck dir das mal an, Alter. Jetzt sehen wir noch mal alles. Das Oh. ist ja auf Fritzstelle. Ja, das Video geht noch ein paar Minuten. Ich weiß nicht, was da jetzt noch kommt. Boah, was jetzt? Oh Was nee. ist das jetzt schon? Oh Mano. Ausgesetzt auf einer tropischen Insel kämpfen sieben Kandidaten 7 Tage ums Überleben. Sie treten an, um wilden Tieren, giftigen Pflanzen und Naturgewalten zu Boah. trotzen.
Wer nach 7 Tagen noch übrig ist und die meisten Punkte in den Tageschallenges gesammelt hat, ist der Gewinner. Ja! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt, vollkommene Isolation. Das fühlt sich gerade an, als würde das so nicht mehr lange gehen, muss ich sagen. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Also ich glaube, meine Grenze ist jetzt erreicht. Jede Minute kämpfe ich mit mir. Ich hasse es gerade. Ich find's nicht geil. Was ist da los? Hä? Das hier ist ein anderes Level. Ich würde jetzt so gerne einfach mal meine Liebsten haben. Groß hart sein, wenn der Dschungel weicht! Wann bricht deine Psyche? Welcome to the jungle! Ich habe gekämpft ohne Hände. Seven versus Wild, Panama. Sponsored by Rhino Shield. Nee, organisiert mit Bandamut. Okay. Sponsored by Rhino Shield. Au, oh, wo war, warte. Okay, nee, das okay, war's. Warte. Also. So, schönes Standbild. Was war das jetzt bitte für ein... Okay, Trailer am Ende finde ich mega geil. Schöner Cliffhanger. Wahrscheinlicher... Also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass alle Kandidaten irgendwie einfach so ihren Tiefpunkt hatten und man genau das als Trailer genommen hat, was natürlich mega Cliffhanger-mäßig richtig geil ist. Oder Alarm abgebrochen. Das hatte ich schon mal gesagt. Erinnerst du dich so vor ein paar Monaten, ein paar Wochen, weiß ich nicht? Habe ich gesagt, pass auf, es wird so laufen, dass wirklich... jeder einfach so hart derbe an seine Grenze kommt. Ja. Aber, boah, das ist schon, war so, ne? Dass selbst Fritz sagt, nee, ich finde es nicht geil. Boah. Dann letztes erst das Video von wegen, es wird keine dritte Staffel geben mit dem kleinen Smiler. Und ich dann dachte so, oh nein. Oh, ich muss erstmal Schluck trinken. Das ist so. Mittwoch erst die nächste Folge. Ja, das ist wieder... Max und Johannes sind dafür bekannt, für diese kleinen, süßen Cliffhanger. Die haben uns auch bei der ersten Staffel schon, ne? Aber, Junge, Junge. Wow. Was wird so? Also, Fritz zu sehen, der sagt, das ist nicht geil. Und auch ein Otto. Die sind ja alle... Sabrina hat mich gerade am meisten geschockt, wie sie geweint hat. Das ist so dieser Moment, wo du wirklich... Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, ne? Aber das ist der Moment, wo du durch den Monitor springen willst und diejenige Person oder er, sie, es, egal, einfach in den Arm nehmen möchtest und, ne? Aber hast du das gesehen? Ich weiß nicht, wer das noch gesehen hat, ne? Aber hier... Gen Ende... Hier... Das hier, nehmen wir mal Nova, auch kein schönes Bild, sie so weinen zu sehen. Ja. Flaschen, ich wollte noch mal kurz auf den Müll eingehen, den ich so gesehen habe, weil es natürlich auch mega interessant ist, zu sehen, was da so rumliegt, was natürlich auch sehr traurig ist, aber man kann natürlich auch sehr viele Sachen drauf bauen. Aber hier liegt halt erst mal eiskalten Schuh. Das Brett, auf dem sie hier sitzt, sieht auch interessant aus. Das hier sieht aus irgendwie wie Bauschaum. Nein, ich glaube, da oben liegen auch noch mal zwei Schuhe, da, nee, links neben ihrem Gesicht. Da, die. Ja, das hier, ne? Ja, die rosa, ja. Genau. Und hier weißer Schuh. Was ist das hier? Schönes Lilanes? Also, sieht aus wie so ein Spielzeugauto. Ja, also es ist traurig, das zu sehen, wie es da aussieht. Aber was ich krass fand, ich habe eben, glaube, eine Cola-Kiste gesehen. Bitte, eine Cola-Kiste. Wo ist die? Ich muss die noch mal sehen. Lieber Knossi? Ah, es kam nach Sabrina. Nee, also. Entschuldigt, das dauert jetzt ein kleiner. Machen wir mal kurz den Ton weg vom Video. Ton weg vom Video? Ja, machen wir. Oh, wir schauen mal. Nein. Netz. Hat auf jeden Fall ein Netz gefunden. Knossi, was liegt bei Knossi rum? Wir gucken jetzt mal eine drauf, Palme. Was liegt da so schönes rum. Ohne Palme. Aber die liegt nicht. Sabrina, das war
Aber dann war das ja nicht davor, dann muss es ja davor gewesen sein. Schuhe? Noch mehr Schuhe? Ja, aber das war jetzt, oder? Hier. Hier, schaut mal, hier ist eine Kiste. Ja. Aber das war eben noch hier. Ja. Bei Sascha, habt ihr das kurz gesehen? Ja? Eiskalt, Cola. Ja, ist egal, alles gut. Guck mal, ob ich es finde. Eiskalt Cola-Kiste. Also, bitte, hallo? Das ist ja nicht normal, was da rumfliegt. Da ist die Kiste. Hier, bei Sascha. Guck mal. Ja, ja, wir haben es gesehen. Ist so okay, alles gut. 26, 46 müsste es sein. Er macht da hin. Da. Ja. Da ist er. Ihr seht so. Also Cola-Kiste, irgendwie auch so ein Abtropfgitter oder so. Ja, jetzt. Guck mal, richtig 5 Liter Wasserdings. Überlegt mal. Also, was da alles rumfliegt, das ist doch echt... Er hat schon gut Sonnenbrand. Ja, das stimmt. Aber darf ich mal bitte fragen, wie kommt diese Cola-Kiste da jetzt hin? Das war eine richtig doofe Party erstmal. Frag nicht. Oder was? Also, offiziell ist sie wahrscheinlich versehentlich über Bord gegangen. Ja, wahrscheinlich. Und man hat sie nie wiedergefunden. Wahrscheinlich. So, dann nehmen wir uns mal ein schöneres Standbild. Das Ende war doch eigentlich ganz cool vom Standbild her. Wow, also ich bin mega begeistert, ich bin gehypt. Ist heute schon Mittwoch? Ich weiß nicht, es wird am liebsten sofort, ne, aber... Schreibt mal Max und Johannes, da sollen wir die nächste Folge rüber schicken. Mega spannend. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, ihr habt so viel gelacht wie wir, hattet so viele Emotionen wie wir. Und wir versuchen euch auf jeden Fall diesen Zettel rauszusuchen. Irgendwo ist der. Folge. Ich weiß auch nicht, der hängt mal am Kühlschrank. Der hängt mal am Kühlschrank, das stimmt. Dann habe ich ihn mal in mein Heftchen getan. Vielleicht ist das da. Hier mein Buch. Notizbuch. Ja. Wow, also, ja. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, Abonnement, Glocke nicht vergessen. Haut die Kommentare voll, wie ihr die erste Folge fandet, wie ihr unsere Reaction fandet und, ja, wir hoffen, wir haben euch nicht zu sehr gelangweilt und sehen euch im nächsten Video wieder. Ciao.